Hallo und willkommen zurück bei. Ich muss echt immer überlegen. Sniper Ghost Warrior Contracts. Erstmal vielen Dank für die ganz, ganz vielen Views. Können immer mehr sein, das wisst ihr. Und vor allem würde ich mir wünschen, dass natürlich der ein oder andere dann auch ein neues Abo macht. Von daher, also nicht lange zögern, einfach den Kanal mal abonnieren. Ja. Weil ihr wisst, das größte Lob für jeden YouTube-Macher sind eigentlich die Abos, ne? Weil das ist, damit werden wir bewertet sozusagen auch von YouTube, ne? Wie viele Abos wir haben. Und wie viele Views wir haben, ist das eigentlich schon zweitrangig. Und wie viele Likes ist eigentlich ganz unwichtig. Obwohl ich natürlich es persönlich ganz toll finde, wenn ihr dann natürlich auch noch ein Video von mir liken würdet, ne? Also da bin ich natürlich dann persönlich dann auch sehr erfreut, ganz klar darüber. Aber ganz klar, Abo gewesen. Echt? Musst du ins Bett? Okay, gute Nacht. Aber was soll ich sagen? Ha? Also das Wichtigste sind einfach die Abos und auch die Weiterempfehlungen. Ne? Nur so kann ein Kanal wachsen. Ja, und nur so könnt ihr natürlich den Haufen Arbeit, den ich mir da mache, ganz ehrlich, ich muss mal wirklich in der Woche mal gucken, wie viele Stunden ich am Rechner verbringe für YouTube. Außerhalb des Spielens, ja, dass ihr einfach mal seht, wie viel Arbeit das ist. Und ja, diese Wertschätzung durch das Abo wäre dann einfach eine ganz tolle Sache. So, wir sind heute in einer neuen Aufnahmesession. Wir nehmen, ich weiß noch nicht, wie viele Folgen heute auf. Wir sind im dritten Auftrag des Spiels. Es gibt insgesamt sechs, wie ihr seht. Und der nächste Auftrag, den wir spielen werden, heißt Kolchak. Hafen. So. Die Erklärung des Auftrags, ne, die ist immer so ein bisschen mager. Aber vielleicht sollte man mal in die Bewaffnung reingucken. So, weil ich war ja mit der Waffe eigentlich sehr zufrieden. Ich würde jetzt eigentlich mir ungern noch eine neue kaufen. Weil wenn man das sieht, ne, also Schaden ist super. Die ist dann noch was besser, aber die ist dafür noch schlechter in der Mobilität. Die habe ich ja als Bonus bekommen. Ja, die Waffe, die ich jetzt habe, die gibt es im Spiel so nicht. Ja, also ich sehe das. Ja, also die ist wirklich so das Ideale zwischen Entschuldigung. Schaden und Geräuschreduzierung und Beweglichkeit und allen. Also, da würde ich gar nicht jetzt was anderes machen wollen. Aber oh, was ist das denn? Ah, also, okay. Können wir da was dazu kaufen? Wo müssen wir dafür hin? Geht das? Ich würde ja eigentlich gerne einen Schalldämpfer dafür kaufen. Aber das scheint es nicht zu geben. Also da gibt es ja, das ist ja die, die wir haben. Da gibt es eindeutig Waffen, die besser, noch besser sind als die, die ich jetzt benutze. Also die Hand, die sieht da sehr positiv aus. Die kann ich mir auch leisten. Also kaufen wir die mal. Mal gucken, wie die so ist. Was haben wir hier noch? Aber man scheint kein Zubehör dazu kaufen zu können. Also Schalldämpfer oder so. Da hatte ich jetzt eigentlich ehrlich gesagt mit gerechnet. Medikit, Blendgranate, Wurfmesser, Warnmelder. Den finde ich ja nicht schlecht. Aber Granaten. Köderfall. Auch nicht schlecht. Adrenalin, Gasgranate, dieses Automatikgeschütz finde ich auch nicht schlecht. Die Bälle, um es zu erforschen, auch nicht schlecht. Aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal den Warnmelder nehmen.
Oh, ich kann anscheinend auch noch was dazu gieren. Okay, dann nehmen wir noch das Automatikgeschütz. Oh ja, okay. Ne, dann und auch noch die Drohne. Sehr schön. Entwicklung. Da können wir auch noch was freischalten. Da gibt es die Maske, wir können den Anzug, wir können die Unterstützung und wir können die Gadgets. Okay. Was kann man denn da? Medikamente. Mehr Adrenalin-Packs, die Medikits kann man erweitern. Schneller erhöhte Nahkampfsinn. Okay, auch nicht uninteressant. Wir haben ja noch. Vergrößern Radius von Markierungen des Warnmelders. Können auch von feindlichen Soldaten ausgelöst werden. Aha. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Leicht raus, aber regelgeht. Okay, fügt die aktuelle Ausrüstung Kevlar hinzu. Ja, das nehmen wir dann auf jeden Fall. Brusco erlaubt es, schafft mehr Munition, macht nicht so wirklich Sinn. Schwieriger aufzuspüren. Das macht auf jeden Fall Sinn, das kauft man. Okay, das ist auch interessant. Oh, wir können einen zusätzlichen Gadgetplatz freischalten. Aber was wollen wir uns da kaufen? Das ist ja die Frage. Ja, wir bleiben erstmal dabei. So. Schlechter erkennbar für Drohnen. Wir waren ja eben in Schneemission. Ich weiß nicht, ob die nächste auch wieder eine Schneemission wird. Aber wir können uns ja beides leisten. So, was kommt denn danach? Aha, generell schwieriger zu finden. Ah, okay. Gut. Sehr schön. Dann hauen wir mal rein. So, jetzt gehen wir mal in die Mission. Greetings, Seeker. Your contract is Igor Sekov. He is CEO of Sekoil, Siberia's largest oil exploration and production company. Igor's father established the company and made a fortune buying state-owned assets during privatization in the 90s. But Igor was more interested in guns, cars and girls than business. Wem kann ihn das verübeln? And during the Siberian War of Independence, he fled to London. There he met Olga Kurchatova, the party-loving youngest sister of the Siberian Prime Minister. Oh, is he Olga? Their marriage brought Sekoil and the Siberian state even closer together. They now plan to reclaim the disputed territories of the Arctic by sabotaging oil rigs belonging to Russia, Denmark, and the United States. They will leave evidence that implicates the Siberian wolves. Sekov is on his way to his local office at the Kolchak seaport. His chief strategist, Leonid Nishlev, will also be there, coordinating the assaults. He must be eliminated too. Sekov's death won't be enough. You need to recover their list of primary targets. Find their electronic logbook at the port. Retrieve its contents. Along with his smartphone, we need to know who inside the government knew of his plans. Finally, we need you to plant explosives on the nuclear-powered icebreaker. It must never leave the port. Scupper their plans, Seeker. Okay, zwei Kills und das Schiff zum Sinken bringen. Dann brauchst du noch, weil ich würde jetzt doch noch gerne ein Spiel spielen. Und die Wahrscheinlichkeit ist doch zu groß. 20 Minuten. Ich
habe gerade erst gestartet. Ich habe gedacht, die kommt nicht mehr. So, da sind wir. Also, wir gucken nochmal auf die Karte. Also, wir müssen das elektronische Logbuch hacken. Wir müssen Nief töten. C4 am Eisbrecher platzieren. Anscheinend 3 Stück. Igor Schachow töten. Und das Smartphone irgendwie uns angeln. Und dann gibt es noch insgesamt 6 Sammelobjekte und zweimal Kopfgeld, was man hier sich holen kann. Da ist ein Respawn-Punkt. Ist ja wirklich die Frage, ne? Also von der Reihenfolge her macht definitiv das hier zuerst Sinn. Respawn-Punkt benutzen, macht das Sinn hier? Na, den oder den? Ja, aber ich glaube, den Weg frei machen macht vielleicht mehr Sinn. Also... ich muss jetzt wieder in die Steuerung reinkommen. Aha. I'm near the harbor. Sekov has just arrived at the shipyard. His wife is on the move, probably meeting him there. Got it. Der Weg scheint frei. Ich habe gerade so ein bisschen das Gefühl gehabt, so mir bricht gerade das Eis unter mir zusammen, aber nein. The lighthouse. A good spot to camp. Mhm. Das stimmt wohl, da oben sich hinzulegen, das ist ein sehr geiler Platz, um zu schießen. Die Frage ist, macht das Sinn, ja oder nein? Ich würde sagen nein, weil wir müssen so oder so nach rechts. Also danke für den Tipp, aber nein, danke. Aha, da unten sind 2 Jungs. Ist anscheinend irgendwas wie einen unterirdischen Eingang. Frage ist, sehen die mich hier oben, wenn ich hier rüberlaufe? Ich würde sagen, auf Nein tippen. Wir versuchen das jetzt einfach mal. Die Situation ist ja aus der Entfernung jetzt hier relativ schwierig einzuschätzen. Die Frage ist, kommen wir hier rechts rüber? Sieht nicht von hier oben danach aus, ob wir das können. Ich meine, von hier oben ist es natürlich ein perfektes Sniping-Field, ne? Ich frage mich ganz dringend, ist es nötig, dass wir hier von hier aus schon killen? Weil ich bin nicht davon überzeugt, dass wir wirklich hier die Leute, die wir hier alle sehen, auch wirklich killen müssen.
Das haben wir ja bei der letzten Mission gesehen, da sind wir ja fast, also durch die Station, ja, ich werde mal von der Besatzung, aber vielleicht, wenn es hochkommt, die Hälfte gekillt. Der stellt definitiv ein Risiko dar, weil der hier in die Richtung guckt. Große Frage ist wirklich, ne, wen davon müssen wir killen? Mit dem Rest wäre ich ja glatt bereit, mir noch Zeit zu lassen, aber da ist noch einer, den wir killen müssen. Das ist er wieder weg. Mit den da unten können wir uns nehmen. Ist er hin? Da ist er. Thank you.
Okay, ich glaube, man hat was gesehen. Okay, man hat mich gesehen. Ja gut, das war ja nicht so gut. So, da ist die Festplatte gerade vollgelaufen. Die Situation werden wir leider heute noch öfters haben. Wir versuchen es nochmal. Es hat ja im Prinzip von der Taktik her funktioniert. Ich glaube, ich hätte den letzten Kill mir sparen sollen.
Simulas ist immer noch geil. Okay, also was lernen wir daraus? So geht es nicht. Nee, also da müssen wir irgendwie... Ich weiß nicht, also... Man muss die wirklich von hinten nach vorne killen, sodass man halt wirklich guckt, dass man nur die killt, die dann nicht gesehen werden von jemand anderem. Ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, wir versuchen es morgen einfach nochmal. Ne? Ich danke euch fürs Zusehen. Bis dann. Tschüss.